willkommen zu einer neuen Aufnahme auf dem Kanal. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr euren Spielern farbige Tablet-Names geben könnt. Aber das Ganze gestaltet sich recht einfach. In diesem Fall müssen wir einfach ein bisschen rumbasteln. In diesem Fall nur in unserem Join-Listener. Den hatten wir schon beim letzten Mal. Ich muss jetzt mal hier ein bisschen mein Mikrofon noch ein bisschen anheben, dass es ein bisschen mehr vor mir hängt. So, das ist ein bisschen besser, glaube ich, jetzt. So, ja, ihr seht jetzt hier schon unsere Join-Message und unseren ganzen Kram. So, und hier runter machen wir einfach in diesem Fall eine Abfrage, if p. Ist OP. Und wenn er OP ist, machen wir String Player Name. Also es ist String Player Name. String Player Name gleich. Und dann in diesem Fall p. Get Display Name. Warum Get Display Name? Weil wir auch, wenn die Spieler halt in diesem Fall, ja, stellen wir uns vor, der Spieler ist halt jetzt genickt, später beim Nick-Plugin, dann wollen wir schließlich auch noch seinen genickten Namen nehmen und nicht seinen normalen Namen, und deswegen brauchen wir p.getDisplayName. So, und dann machen wir einfach, sagen wir jetzt, ich bin dumm, ich bin richtig dumm. Als erstes machen wir das p.getName, gleich das. So, dann machen wir, wenn er OP ist, machen wir PlayerName gleich. Paragraph. So, Paragraph 4 plus Player Name. So, else machen wir es grau, würde ich vorschlagen. Ich glaube, grau ist eine ganz schöne Geschichte. So, was machen wir jetzt erstmal? Wir setzen überhaupt den Player Name, das ist unser Display Name. Das machen wir dann mit der jeweiligen Farbe davor. Dann fragen wir jetzt hier, if Player Name.length, dann in diesem Fall größer denn 16. Größer denn 14, Entschuldigung. So. Ja, richtig? Ja. Nee. Das hat denkt doch, 14 müsste es sein. Ja, es müsste 14 sein, wenn ich mich recht entsinne. So. Dann machen wir in diesem Fall Player Name gleich Player Name Substring. Und dann ist es in diesem Fall 0 und 14. So, damit kürzen wir das ein. So, und dann machen wir einfach p.set Player List Name. Da seht ihr es auch schon. Und dann machen wir einfach Player Name. Ja, und das ist sozusagen unsere Methode, um jetzt farbige Tablet-Namen zu machen. Es gibt auch noch eine andere Methode, damit müssen wir unseren Namen nicht kürzen, wie hier. Weil die maximale Zeichenlänge ist hier 14 Zeichen, wenn ich mich recht entsinne. Und deswegen kürzen wir hier diesen Namen ein. Es gibt auch noch Methoden, wo man das Ganze dann anders machen kann, über eine sogenannte Scoreboard-Teams-Geschichte. Ja, auf das Ganze werde ich nochmal eingehen, aber nicht in diesem Tutorial, weil wir ja noch nicht mal ein Scoreboard gemacht haben. Von daher werde ich jetzt erstmal nur hier das machen. Das Ganze exportieren wir jetzt auch einfach, es funktioniert halt auch einwandfrei und der Code ist sehr schön und übersichtlich. Das wird bei den Scoreboard-Teams nicht der Fall sein, von daher würde ich halt auch immer erst das empfehlen. Und jetzt müssen wir wieder unseren Test-Server raussuchen. Ich bin hier, wie ihr seht, haben wir hier schon so viel auf diesem Desktop rumliegen, dass es, ja, genau, passiert, dass es hier unübersichtlich wird. So, jetzt gucken wir einmal, ob das Server richtig startet. So, er startet richtig. Wir starten unseren Account. So. Hierzu sei gesagt, dass wir der Playerlist-Name natürlich nur beim Join gesetzt wird. Das heißt, wenn man den, den Spieler die Rechte entzieht, dann sieht das am Ende anders aus. So, jetzt sind wir drauf. Jetzt drücken wir Tab und ihr seht, wir sind rot. Aber ich habe doch einen Fehler gemacht. Das müssten 16 Zeichen vielleicht doch sein. 14 war doch ein bisschen knapp gerechnet. 16 Zeichen, also 16 Zeichen darf es maximal haben. Jetzt müsst ihr aber bedenken, dass ihr hier dieses Player Name, wenn ihr mit 16 Zeichen müsst ihr danach machen, wenn ihr dann schon halt diese Farbe davor gesetzt habt. Wenn ihr die Farbe noch davor setzen wollt, müsst ihr natürlich 14 Zeichen machen. Ich exportiere das Ganze nochmal und reload nochmal. Ja, reload. So, ihr seht, ich habe zwar noch meine Farbe, aber nicht deutlich mehr abgekürzt. Wenn ich jetzt nochmal darauf connecte, sollte kein Fehler kommen. Ihr seht, Yellow Phoenix 1. Wenn ich jetzt noch die 18 haben wollte, dann würde halt der Fehler kommen, dass ich eine zu lange Zeichenkette hätte. Und das wäre ja nicht das, was wir wollen. Jetzt deoptimieren wir uns einmal selbst. Dann sehen wir jetzt auch gleich, dass wir grau angezeigt werden. Der 7. Ich hab deoptiert. Deopt Yellow Phoenix 18. Yellow
Ist das Connect und jetzt nochmal Connect? Ich hoffe, diesmal geht das. Jetzt sieht man es auch. Jetzt bin ich schön grau angezeigt, weil ich jetzt keine OP-Rechte mehr habe. Wenn ich mich jetzt wieder OP, dann geht das halt klar. Jetzt werde ich jetzt, in diesem Fall, wenn ich jetzt connecte, wunderschön meinen roten Nagel haben. Das Ganze könnt ihr auch anders machen. Ihr könnt mit Promotion X mit der API arbeiten. Da werde ich vielleicht nochmal drauf eingehen. Dann könnt ihr auch sozusagen die Ränge abfragen von Promotion X. Und dementsprechend das Ganze machen. Ja, ich hoffe, euch hat das kurze Tutorial gefallen mit den Playlist-Names und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf dem Kanal, würde mich natürlich über ein Abo oder ein Like auf diesem Video freuen und sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!